Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, eure Ankershof, und heute gibt es wieder ein Morning Nutrition Unboxing. Ich habe hier ein kleines Paket. Es ist 3,6 Kilogramm schwer und ich habe sehr lange auf diese Bestellung gewartet. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, was drin ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt direkt zusammen auf und schauen mal rein. Sollte irgendwie, also ungefähr eine Woche auf anderthalb dauert der Versand ja mittlerweile, und dann sollte das Paket eigentlich am Montag zugestellt werden. Ne, eigentlich am Dienstag, dann hieß es, nee, es kommt früher, dann sollte es Montag zugestellt werden. Dann konnte es am Montag nicht zugestellt werden, dann sollte es Dienstag kommen. Dienstag konnte es aber auch nicht zugestellt werden. Montag und Dienstag wurde irgendwie die Tour abgebrochen. Mittwoch sollte es dann aber endgültig kommen, da ist es auch nicht gekommen, und dann kam es am Donnerstag. Toll, oder? Ich habe richtig, richtig lange auf dieses Paket gewartet, deswegen, ja. Aber ich glaube, es ist noch gar nicht so interessant für euch. Wir haben hier die More Protein Pizza in American Style. Perfekt zum Kohlenhydrate sparen. In ein so einer Packung sind 5 Portionen. Ich glaube, das hat um die 15 Euro gekostet. 3x mehr Protein, 30% weniger Kalorien. 55% weniger Kohlenhydrate, und die Pizza ist sogar vegan. Das heißt, je nachdem, mit was ihr das belegt, könnt ihr das auch für, also ist es auch für Veganer geeignet. Ich bin sehr gespannt darauf. Die soll ja so einen fluffigeren Boden haben als die andere. Ich habe die andere auch schon getestet, werde die aber auch auf jeden Fall testen. Ich bin sehr gespannt darauf. Ja, die habe ich tatsächlich 4-mal bestellt. Falls ihr die Zubereitung wissen wollt, hier steht: eine Portion der More Protein Pizza Backmischung 120 Gramm mit 130 ml lauwarmem Wasser für 5 Minuten mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem glatten Teig kneten. Den fertigen Teig auf eine leicht bemehlte Oberfläche zu einer Kugelform. Statt Mehl kannst du auch das Total Protein geschmacksneutral verwenden. Mit einem Handtuch zudecken und bei Raumtemperatur für 30 bis 40 Minuten ruhen lassen. Im Anschluss den Teig mit den Händen zu einer Pizza formen, nicht ausrollen. Mit Zutaten deiner Wahl belegen, verändert die Nährwerte. Währenddessen den Backofen auf 250 Grad vorheizen. Die fertig belegte Pizza auf unterer Schiene bei 250 Grad Ober-Unterhitze für ca. 10 Minuten backen. Also ich finde, an sich geht es auch super schnell. Also ihr macht jetzt den Teig, dann lasst ihr das so, ja, 30 bis 45 Minuten irgendwo stehen, und dann belegt ihr das und dann kommt das für 10 Minuten in den Ofen. Also meine hat beim letzten Mal was länger gedauert, die wollte irgendwie nicht richtig fertig werden, aber naja. Und dann haben wir hier noch einmal das More Nutrition Total Protein Vanille Eiscreme. Das sind 12 Portionen und ich muss sagen, das ist so lecker. Also es ist wirklich, das ist, glaube ich, das erste, was ich davon probiert habe, von den Proteinpulver von Moa. Und ich backe mittlerweile sogar damit. Also ich trinke das so, ich backe damit. Es kommt in meinen Joghurt, in meinen Quark. Es ist einfach nur richtig, richtig lecker. Naja, das war jetzt auf jeden Fall ein sehr kleines Paket. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn euch sowas interessiert, dann könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, dass ich irgendwie mal versuche, so Rezepte mit den Sachen irgendwie zu posten. Ich weiß nicht, ob ich sowas gut hinkriege, aber ich kann es auf jeden Fall mal versuchen. Wäre vielleicht mal ganz spannend. Wenn euch das interessiert, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, das war's. Wie gesagt, jetzt, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr jetzt sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ihr dürft mich auch gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ansonsten könnt ihr sehr gerne auf mein Instagram-Profil vorbeischauen. Da heiße ich Ankershof, genau wie hier. Und da, ja, in der Regel seht ihr immer da als erstes, was passiert, wenn es irgendwelche neuen Sachen oder so gibt. Ja, ich würde sagen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Ankershof. Tschüss!